Fahrt bitte zur Rodenkirchener Brücke. An der Poller Strandseite ist ein VOP anonym gemeldet. Wir sind dran, die Nummer rauszufinden. Ja, alles klar, wir machen uns auf den Wisch. An der Rodenkirchener Brücke bietet sich Heidi Matera und Stefan Sendera ein schreckliches Bild. Oh. Hallo? Ich rufe gleich einen Notarzt. Arnold. Hallo. Hallo. Versuchen Sie wach zu bleiben, ja? Hier ist die Polizei. Ja? Versuchen Sie wach zu bleiben. Scheiß Tür klemmt. Versuchen Sie sich wenig zu bewegen, ja? Ich weiß nicht, wie stark Sie da verletzt sind. Dann sollen wir ihn über die Seite rausziehen, aber dann verletzen wir ihn vielleicht noch mehr. Können Sie mir sagen, ob hier noch ein Kind ist? Ja, meine Tochter. Die, Ihre Tochter? Hier ist noch ein Kind. Ich habe eine Mütze. Ist jetzt noch drin. Scheiße. Ja, wenn man hier jetzt an den Einsatzort kommt und so ein VOP sieht, gerade so einen dramatischen, da ist ein E-Roller, der steckt da voll in der Scheibe drin. Und dann sehen wir hinten noch einen Kindersitz und so eine blutige Mütze. Und da denkt man, was ist denn jetzt? Wo ist denn das Kind? Ist es tot? Hat es jemand mitgenommen? Ist es weggelaufen? Der Rhein ist in der Nähe. Also da müssen wir ganz schön handeln jetzt, ne? Wir schauen nach Ihrer Tochter. Ja? Ist alles gut. Wie alt ist Ihre Tochter? 5 Jahre alt. Kann es sein, dass die eventuell probiert hat, Hilfe zu rufen? Ich weiß nicht, es ging alles so schnell. Was ist das? Bei Ihnen klingelt es. Ja, alles klar. Hey, ich hab dem Bescheid gesagt. Ja, hallo? Ja. Ihre Frau? Kann das sein, dass das Ihre Frau ist? Ja? Ihr Mann ist in einen schweren Autounfall verwickelt worden. Wir machen uns gerade, wir gucken gerade nach Ihrer Tochter. Wir gucken gerade nach Ihrer Tochter. Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Würden Sie vielleicht mal zur Wache nach Köln-Mühlheim fahren? Ja? Da würden Sie uns auf jeden Fall einen Gefallen mit tun. Yes. Ja, okay. Vielen Dank. Okay. Notarzt ist da. Ich warte jetzt noch auf die Überprüfung vom Kennzeichen. Ich habe das jetzt hier gerade fotografiert. Hier ist kein Kennzeichen dran, aber der Code. Was ist hiermit? Ja. Hast du das schon? Kein Kennzeichen, aber Code. Warte mal. Hier, wir haben ihn gerade aufgefunden. Hallo. Hi, was passiert? Anscheinend ist das Teil hier runtergeflogen. Ja, lass uns mal ganz kurz probieren. Wir suchen auch noch hier ein Kind. Aber kümmert ihr euch jetzt erstmal hier drum? Wir holen sie jetzt da raus, ja? Stefan, weißt du was? Wir brauchen Stiffneck. Ich ruf noch einen Hundeführer, damit wir das Kind suchen. Das ist ja eine großflächige Angelegenheit. Wir haben hier was, wo der Hund schnuffeln kann. Und dann sind wir vielleicht ruckzuck. Pass auf, mach den Hundeführer klar, das ist in Ordnung. Die sollen ein zweites Einsatzfahrzeug oben die Brücke befahren lassen, ob die da noch irgendwelche Spuren finden, okay? Wenig später auf der Wache Köln-Mühlheim. Oh Gott, ey, wie kann man denn den Roller da von der Brücke schmeißen, hier runter? Wenn da ein Beifahrer gesessen hätte, der wäre durchbohrt. Der wäre sofort tot gewesen, sofort. Guten Tag, Bartel, mein Name. Sie hatten angerufen, mein Mann hatte einen Unfall mit meiner Tochter. Ja, eine Sekunde bitte. Ja. Ilko und Tom, eine Frau Bartel. Ja. Können Sie bitte ins nächste Zimmer links gehen? Ja, danke schön. Hallo. Hallo, Frau Bartel. Nehmen Sie Platz. Hallo. Bitte. Ja, wir haben schon was gehört? Noch gar nichts, tatsächlich. Also tut mir jetzt leid, dass Sie jetzt hier auch noch konfrontiert werden mit den Fotos. Aber im Moment, Ihr Mann wird behandelt. Das Problem ist natürlich, dass wir aktuell nicht wissen, wo Ihre Tochter ist. Ne? Soweit wir wissen, ist Ihr Mann im Auto gewesen. Da hat jemand von der Rodenkirchener Brücke so einen E-Scooter, so einen Roller runtergeschmissen und der ist vorne in die Windschutzscheibe eingeschlagen. Das gibt's doch nicht. Wer macht sowas? Welcher normale Mensch? Also, wir müssen in alle Richtungen ermitteln. Ich muss das jetzt fragen, hat Ihr Mann vielleicht Feinde? Oder jemand, der ihm was Böses tun möchte, der mit ihm eine Rechnung offen hat oder irgendetwas.
Es gibt natürlich jemanden, der heißt Axel Maurer. 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 Und das ist sein Arbeitskollege und die haben ständige Konflikte. Er hat ihm auch schon mal Prügel angedroht. Deswegen ist das für mich jetzt gerade die Situation, hat der vielleicht damit was zu tun? Er ist ja der Arbeitskollege und wie gesagt, die haben sich schon öfter halt gestritten. Aber ob er das zu sowas fähig sein könnte, das kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen. Der Herr Maurer wohnt auch in Köln? Ja. Adresse kriegen wir, das ist kein Problem. Und wie gesagt, Prügel angedroht und die haben halt immer ständig Konflikte. Aber ich weiß warum? Nicht. Wissen Sie das, warum die Streit haben oder Konflikte da entstehen? Ich weiß nicht, ob das irgendwas Internes zwischen den beiden ist. Also mein Mann hat mir auch nichts Näheres darüber erzählt. Das wollte er, wie gesagt, auch fern von mir halten. Ich bin so eingebunden und wie gesagt, haben Sie denn jetzt irgendwie schon Anhaltspunkte? Also das Einzige, was wir aktuell sagen können, ist natürlich, der Roller, der ist natürlich, muss zugelassen sein. Der ist versicherungspflichtig, insofern können wir da jetzt Ermittlungen tätigen. Wer ist der Eigentümer? Kann der uns Aussagen machen? Wo war der Roller? Wer hat ihn benutzt? Am Tatort will der verletzte Vater gegen den Rat der Sanitäter alleine aus dem Auto steigen, um seine 5-jährige Tochter zu suchen. Sie wissen schon, dass das gerade total unvernünftig ist, ne? Emily, wo ist meine Tochter? Wir sind die schon am Suche. Ich muss sie selber finden. Der kippt um. Ja, alles gut. Ich halte ihn. Oh. Kommt, ich hab ihn auf. Schauen Sie mich mal an, machen Sie mal die Augen auf. Mich an. Schauen Sie mich an. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Nein. Ich will zu meiner Tochter. Hast du ihn? So. Sie können doch nicht einfach so selbstständig. Doch, ich kann. Ich muss ihn weg. So, dann. Langsam. Der Herr Bartel, der war natürlich völlig von der Rolle. Der hat seine Tochter, die kleine Emily, vermisst. Der konnte uns auch noch sagen, wie sie heißt. Ja. Und in dem Moment sind wahrscheinlich alle Sicherungen durchgebrannt. Man kann das als Eltern natürlich verstehen. Man will zum Kind. Der war schwer mit Schmerzen und alles. Ne. Das Kind ist weg. Der war völlig never the cup. Ich kann es irgendwo nachvollziehen. Tom Meyer hat indessen ermittelt, dass der verfeindete Arbeitskollege des Vaters ein Alibi besitzt. Wer hat den E-Scooter dann von der Brücke geworfen? Der Beamte konnte über den Verleiher den letzten Mieter des Rollers ausfindig machen. Christoph Heinze war doch richtig, ne? Christoph Heinze, ja. Ich weiß nicht, was ich hier soll, aber ich bin angerufen worden. Herr Heinze, wir haben die Info bekommen, dass Sie als Letzter so einen E-Scooter gemietet haben. Ja, ich habe einen E-Scooter gemietet, ja. Und dieser E-Scooter, der ist von der Rodenkirchner Brücke. Runtergefallen, wie auch immer, aus welchem Grund auch immer. Und der hat ein Kfz erwischt. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Der hat zwar jetzt niemanden direkt erwischt, also keine Person direkt, aber es gab tatsächlich logischerweise einen Fahrer und ein kleines Kind. Das kleine Kind wird gerade vermisst. Und der Fahrer, der ist jetzt geborgen worden und der ist in ärztlicher Behandlung. Und wir haben aufgrund des Barcodes ermittelt, dass Sie der letzte Mieter waren. Okay. Und das ereignete sich so gegen 17:30 Uhr. Ja, ich habe den unmittelbar vorher an der Rodenkirchner Brücke abgestellt und bin dann ganz normal wieder zum Kiosk gegangen. Okay, Sie haben ihn abgestellt? Ja. Und ich muss Sie das jetzt fragen, nicht runtergeworfen oder war jemand bei Ihnen? Würde ich nie machen. Oder vielleicht sauer gewesen? Nein, oder ich musste nur direkt wieder zum Kiosk und hab den da ganz normal abgestellt und bin dann natürlich auch schnell zurück zum Kiosk und mehr weiß ich echt nicht. Hast du was Neues wegen dem Roller? Ich habe jetzt von der Wache erfahren, ich habe den Code da gescannt. Das ist ein Herr Heinze, hat den gehabt und der hat gesagt, der schreitet das natürlich ab. Ne? Ja, natürlich schreitet das ab. Ja, jetzt ist es natürlich so, die Dinger, die werden hier zuhauf irgendwo stehen gelassen. Im Rhein haben wir ja auch schon einige hunderte von denen gefunden. Ne? Mittlerweile haben die komplette Schiffe, Kranschiffe, wo die tausendweise rausholen. Also es wird immer besser. Aber gut, jetzt haben wir erstmal den letzten Fahrer und dann schauen wir mal. Du, ich sag dir, dem Heinze, wenn ich rauskriege, dass der den runtergeworfen hat, weil ich versuche, das Tötungsdelikt Ja, dann raus, gibt's aber Ärger, auch von mir. So, okay. Oh du, warte mal, hier ist unsere Hundeführerin. Hi. Schön, dass du so schnell gekommen bist. Guck mal, wir vermissen ein Mädchen, die Emily. Die ist so ungefähr, ich denke, 7, 8 Jahre alt. Ne? Und vielleicht kannst du mal schnuffeln. Mama, oh, schnuffi. Mit wem haben wir es denn da überhaupt lecker, zu tun? Lecker. Und jetzt guck mal. Das ist die Ivy. Ivy, und jetzt feuerfrei, mein Mädchen. Ja,
Dann suchen wir mal los. Wir haben jetzt den Hundeführer eigentlich, oder die Hundeführerin eigentlich nur aus dem Grund geholt. Erstens mal ist es großflächig, das Gebiet, und da brauchen wir jemanden, der das schnell abdecken kann. Also ist eine Hundenase am besten. Vor allen Dingen, es ist jetzt dunkel, die Sonne geht unter. Was ist mit dem Kind? Also es ist effektiver, einen Hund zu holen und nebenbei das mir auch noch die ganze Sträucher abzuholen. Hallo? Ja, Sie? Bleiben Sie gerade mal stehen? Vielleicht können Sie uns helfen? Hallo? Haben Sie vielleicht ein kleines Mädchen hier gesehen? Nee. Gar nicht? Nee. Wie lange sind Sie schon hier? Nicht so lange. Warum? Ja, wir suchen hier ein paar Zeugen für einen Unfall. Können Sie sich ausweisen? Ja, klar. Da kann ich Ihnen, glaube ich, nicht helfen. Bitte sehr. Wir haben Sie halt hier schon aus dem Augenwinkel die ganze Zeit hier so ein bisschen so rumschleichen sehen. Ja. Deshalb sprechen wir Sie jetzt auch an. Ja, ich habe nur gesehen, dass da was passiert ist und ich wusste nicht genau, was. Ja. Und ja. Marvin Ziegler, okay. Heidi Mantera überprüft den jungen Mann bei der Leitstelle. Mit überraschendem Ergebnis. Sie sind der Melder von dem Unfall, haben wir jetzt gehört. Wir haben die Nummer nachverfolgt. Die läuft auf einen Herrn Ziegler. Und weshalb lügen Sie uns an? Was soll das? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Also Herr Ziegler, das Ganze kommt uns spanisch vor. Wir nehmen Sie dann mit, ne? Aber ich habe doch nichts gemacht. Ich ja, aber wie kommen wir an Ihre Handynummer, die hinterlegt ist, auf Ihren Namen? Das kann ich Ihnen ja nicht erklären. Das ja, das würde ich aber gerne wissen von Ihnen. Da stimmt doch was nicht. Jetzt hätte ich jetzt, Sie halten sich gerade die ganze Zeit an Ihren Rucksack fest. Den würde ich gerne mal sehen. Ja, geben Sie mal einen Rucksack und gehen Sie jetzt mal mit dem Rücken hier an das Ding. Dürfen Sie mich durchsuchen? Ja, dürfen wir. Das aber wir dürfen alles Mögliche machen. Wir sind die Guten. So, Sie gehen jetzt, ja, jetzt mal mit dem Rücken hier ran. Ich möchte Sie sehen. Ich habe nichts zu verstecken. Ja, das ist schon mal gut, wenn nichts zu verstecken hat. So, was haben wir denn hier alles? Ey, aber jetzt, ne? Noch weiter Lüge? Das Kennzeichen von dem Roller ist nicht wahr, oder? Ich glaube, ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Gut, das ist ja gutes Recht. Da sind also, Sie ja clever, okay? In guten alten Columbo-Filmen haben Sie gut aufgepasst. Ja. Ah ja, gut, dann nehmen wir mit. Brauche ich auch gar nicht mehr viel zu wissen. Stecke ich jetzt alles neu. Wenn Sie irgendwas mit diesem Unfall zu tun haben, ja? Am liebsten würde ich Sie einmal hier quer durchs Gebüsch streifen. Ich sag da gar nichts mehr. Weil da ist ein Familienvater, der wäre beinahe ums Leben gekommen. Und seine Tochter war auch in dem Fahrzeug. Ja, und wenn das kleine Mädchen, wenn dem jetzt was passiert ist oder hier im Rhein ertrunken ist, das setze mir zu alles in Bewegung, das glauben Sie aber, dass Sie hier kein schönes Leben mehr haben. Das heißt, Sie werden da verurteilt bis zum Dotterwetter. Was ist mit dem 5-jährigen Mädchen geschehen? Während die Hundeführerin am Rhein nach dem womöglich verletzten Kind sucht, lässt auch Tom Meyer auf der Wache nicht locker. Ja, wir haben das Problem, dass natürlich die Schwere der Straftat, die hier verübt worden ist. Und dann haben wir natürlich das 5-jährige Kind. Ne? Sie können sich vorstellen, 5 Jahre altes Kind wird vermisst in der Nähe des Rheins. Es ist dunkel, es ist kalt. Das ist ganz schlimm, aber ich habe echt damit nichts zu tun. Das ist nicht meine Welt, so was. Ich bin ganz normal da abgestellt. Okay. Tom, ich habe gerade am Streifenwagen den Sohn des Herrn Heinze getroffen. Ah, wäre hallo. Interessant für dich. Okay, vielen Dank. Wussten Sie, dass er draußen ist? Ja, klar, er sollte draußen warten. Was ist denn mit Ihrem Kopf passiert? Ach, nix. Ich bin einfach gestürzt. Wo sind Sie denn gestürzt? Ach, gestern einfach hingefallen. Das ist nur ein Kratzer. Das ist nichts Ernstes. Und ich will doch jetzt auch echt gehen. Können wir jetzt nicht einfach los? Ich habe Ihrem Vater gerade erzählt, was da passiert ist. Also, wir vermissen jetzt gerade. Augenblick. Henry. Sie müssen Tim Heinze sein, richtig? Ja, warum? Sie sind mir eben im Gang aufgefallen. Wir haben einen Kollegen, den Marvin Ziegler, ja von den Kollegen durchgemeldet bekommen, der die Schilder entwendet hat. Das ist aber überraschend, weil ich habe mir natürlich den Marvin Ziegler im Social-Media-Bereich mal angeschaut und sie scheinen da sehr gute Buddies zu sein. Deshalb würden wir einfach mal gerne die Erklärung wissen. Ich habe auch nebenbei mitgehört, Sie kennen Herrn Ziegler auch nicht, aber warum sind Sie dann in den sozialen Netzwerken so stark miteinander befreundet? Wir sind einfach nur Freunde. Ist es jetzt schlimm? Ich verstehe das Problem nicht. Das Problem ist, dass Sie eben gesagt haben, Sie kennen ihn nicht. Ja, und wir haben ein Problem, dass ein 5-jähriges Kind vermisst wird. Ich wiederhole das gerne nochmal. Am Rhein, in der Dunkelheit, in der Kälte. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit für irgendwelche Späße. Hören Sie, ich habe doch gesagt, Papa, du weißt doch, da ist Mensch, doch nichts. Von Sachbeschädigung war die Rede. Du vermisst ein Kind, wusste ich nichts von. Scheiße.
Mann, oh Mann! Du baust ja nur noch Scheiße. Ich weiß nicht, ob Sie damit leben können, wenn dem Kind was passiert. Ich wusste gar nicht, dass dein Kind ist. Okay, ich wollte das doch alles gar nicht. Was wollten Sie denn nicht? Oh nein. Papa, wir sind einfach mit dem Roller gefahren, Marvin und ich. Dann sind wir hingefallen. Ich habe dieses blöde Ding einfach drunter geschmissen, weil wir uns wehgetan haben. Das tut richtig weh. Ich bin voll auf den Kopf gefallen. Mann, so dumm sein. Du siehst doch auf dem Da war kein Auto. Ich wusste gar nicht, dass da ein Auto ist. Auf einmal war da ein Auto. Ich kann dafür gar nichts. Sie sind augenscheinlich älter als 5, aber das war ja die dümmste Idee, die man überhaupt machen kann. Wissen Sie, was alles passieren kann? Hören Sie zu, ich wollte das alles gar nicht. Da war kein Auto, da war nichts. Ich habe ihn einfach nur darunter geschmissen. Und den Aufprall haben Sie auch nicht gehört, dass da irgendwas umgescheppert hat? Dann ich bin einfach weggegangen. Marvin hat gesagt, er kümmert sich um alles. Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Ich wollte das alles gar nicht. Und Sie wollten ihn jetzt decken? Habe ich das auch richtig soweit verstanden? Ich sprach nur von Sachbeschädigungen. Erstens, diesen Marvin Ziegler habe ich schon nie gehört. Er hat nur gesagt, da waren eine Sachbeschädigung mit dem Roller. Mehr weiß ich nicht. Das Problem ist ja, es wird immer dunkler. Bräuchten wir eventuell noch einen zweiten Hund oder einen Hubschrauber? Ja, weißt du? Oder Einsatzmittel mit mehr Licht halt, ne? Oder die Feuerwehr. Kann ich aber was sagen? Oh. Sie hat was? Eine Spur? Emily? Oh ja, nein. Hallo. Oh. Hallo. Bist du die Emily? Mhm. Oh, das ist toll. Weißt du was? Dich suchen wir. Der Papa sucht dich und die Mama. Hm? Dir muss doch kalt sein. Alles klar mit dir? Ja? Weißt du was, wir gehen jetzt mal in den Streifenwagen, der ist schön muckelig. Kommst du mit? Wir haben die kleine Emily gefunden, die hat am Rhein gekauert. Und ich muss sagen, zum Glück war sie nicht im Wasser oder in ganz arger Nähe vom Wasser. Weil hier sind die Strömungen stark, das wissen wir ja alle. Sie war ein bisschen durchgefroren, aber sie hatte halt Angst vor der Situation und hat sich halt einfach, ist weggelaufen, hat sich halt nicht getraut. Jetzt musst du mir mal erklären, es gab doch da den Unfall, ne? Ja. Da ist ja hier dieser Roller in diese Scheibe bei euch eingeschlagen. Mhm. Und was ist dann passiert? Dann habe ich mich erschrocken und bin weggelaufen. Okay. Und du spielst da die ganze Zeit mit was rum. Was ist das? Das Handy, das Papa mir gegeben hat. Ach so, und da hast du dann probiert, Hilfe mitzurufen? Mhm. Und das hat nicht so funktioniert, oder? Mhm. Darf ich das mal kurz sehen? Ach so. Ach Mensch. Das ist ja goldig. Und wer hat sich da gemeldet? Niemand, ja. Das sind Spielzeug-Handy, Mensch. Da kommt dann auch tatsächlich niemand. Aber dein Papa, dem geht's jetzt schon wieder gut. Wir haben ihm geholfen. Der ist jetzt im Krankenhaus und der kommt auch dann die Tage wieder nach Hause. Ne? So, da haben wir noch ein Jäckchen hin. Leg dir mal die Jack um. Ja? Guck mal, was ich hier noch gefunden habe. War ja bestimmt kalt, oder? Weil du so tapfer warst, kriegst du eine Bärsche, Polizeibärsche. Ha? Weißt du was, jetzt gucken wir mal, die Mama, die wartet bei uns auf der Wache. Dann machen wir jetzt vielleicht mal einen Videoanruf, dann siehst du die Mama. Und die ist dann ganz happy, wenn sie dich sieht, ne? Ja, Heidi, ich höre dich. Ja, genau. Ja. Wir haben sie gefunden, die Emily. Gucken Sie mal. Die Mama. Guck mal, die Mama. Sprech mal mit ihr. Hältst du es ihr gerade mal, sonst bin ich hier so... Ja. Mir geht's gut, Mama. Oh, Gott sei Dank, mein Schatz. Da freut sich die Mama. Wir haben sie gefunden. Sie ist wohl auf. Es geht ihr gut. Ne? Sie ist im Warm. Wir kommen jetzt gleich zur Wache. Und dann können Sie sie in Empfang nehmen. Der Familienvater erlitt ein Schädelhirntrauma, von dem er sich vollständig erholt. Die kleine Tochter des Paares ist unverletzt. Auf die beiden befreundeten Rollerfahrer kann eine Haftstrafe zukommen.